Es ist nun von entscheidender Bedeutung, dass dieser völkerrechtlich verbindlichen Resolution rasch Taten folgen. Das gilt mit Blick auf die Geiseln, hinter denen sich die Hamas feige versteckt und die die Hamas jetzt endlich freilassen muss. Frauen, Kinder, alte Menschen. Und das gilt für Israel, das verpflichtet ist, bei seiner Verteidigung gegen Hamas maximale Rücksicht, noch mehr Rücksicht auf die Zivilbevölkerung in Gaza zu nehmen. Denn die Art, wie Israel diesen Kampf in Gaza führt, wird auch über die Perspektive für einen dauerhaften Frieden in der Region entscheiden. Damit Israelis und Palästinenser eines Tages sicher in Frieden und in Freiheit leben können, braucht es zwei eigene Staaten.